100 Dingern hier. Okay, das sind keine Explosionsfächer, die man mit dem Schuss in die Luft jagen kann. Dann ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Eventuell hier oben. Oh. Nächste Precursor Orb. An sich sind die ja nicht so schwer zu finden. Aber wie gesagt, es gibt halt keine Anzeige. Also zumindest habe ich noch keine Anzeige gefunden, wie viele es in welchem Level gibt. Was mache ich jetzt? Schaffe ich doch niemals bis darüber. Oder hätte ich da gegen die Lampe hauen müssen? Die sieht so auffällig aus. Wahrscheinlich hätte ich das tun sollen. Ja, tatsächlich. So. Ist hier der nächste Geschützturm? Sieht schon fast so aus. Dem ist auch so. Haut ihr beiden erstmal ab. Da kommen die beiden von Idioten wieder her. Oh oh. Ich glaube, ich sollte noch mal rein. Seid ihr jetzt mal fertig? Ich komme da hin. Ich sehe ja wieder nicht, was unter mir ist, weil ich die Kamera mal wieder nicht drehen kann. Aber hier ist gut. Hier ist safe. Oh oh. Hier wäre ich auch hingekommen, wenn ich wieder runtergefahren wäre. So, und da haben wir jetzt ein Loch reingeballert.
echt so auffällig aus. Das muss ich nochmal kurz austesten. Versucht da aufzuschießen. So, erstmal den Precursor abholen. Der ist ja relativ auffällig. Arschloch! Okay, jetzt wird's also lustig. Weil die Dinge ja direkt unter uns wegbrechen. So, oh oh. Hallöchen. Gleich zum nächsten Geschütz. Alles klar. Da oben. Oh oh. Wir haben die letzten Metallschädeleier zerstört. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Echo für die Stadt haben. Gut gemacht. Viel zu leicht. Also ab. Das gibt's nicht. Ich habe nichts gesehen, weil die Kamera gerade rumgespackt hat. Und ich kann wieder von ganz vorne. Das Spiel ist ja super fair. Ihr kennt das ja mittlerweile. Ich brauche mich da, glaube ich, gar nicht mehr drüber beklagen. Die Kamera spackt rum, deswegen sehe ich den Gegner nicht. Und deswegen bin ich im Endeffekt dann gestorben. Euer Ernst, oder? Ich habe übrigens gerade eine Theorie, wie man hier weiterkommt, ohne riskante Sprünge einnehmen zu müssen. Ja, tatsächlich, es fährt dann halt jedes Mal in eine andere Ebene. Und so geht es dann immer weiter. Gut, das habe ich bislang jedes Mal irgendwie ein bisschen verpeilt. Bis auf gerade eben kurz vor Schluss. So. Ach, leck mich doch. So.
Okay, soweit so gut. Dann hier nochmal den Gesundheitsboost mitnehmen und dann hier einmal rüberrennen. Oh, das habe ich vergessen. Fahren und wieder nach unten fahren. So. Dann noch hier durch, wo mich der Typ wahrscheinlich gleich wieder treffen wird. Oder auch nicht, weil er zu blöd ist zum Zielen. Mein Gesundheitsupgrade. Und wieder einmal hoch. Und wieder einmal runter. Bin ich hier, glaube ich, eben gestorben, weil die Kamera verkackt war, oder? Ja, jetzt kann ich da hoch. Wir haben ja alle Eier zerstört. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur da oben durch das Portal zurück. Hätten wir nicht auch gleich das Eingangsportal nehmen können? Hätte man wahrscheinlich, ne? So, da geht's noch nicht durch. Da müssen wir wahrscheinlich erst noch irgendwas für abstellen oder so. Solche Tore hatten wir jetzt ja schon mehrfach gesehen. Auch da im Palast, wo wir schon waren, oder war es? Palast, auf jeden Fall da im Gefängnis. Da, wo wir die Lieferung da beobachtet haben. Und dieser Panzer uns verfolgt hat. Da gab es ja auch solche Elektrotore. Sogar zwei davon. Vin, Kumpel, du musst uns helfen. An eurer Echo-Rechnung kann ich nichts drehen. Schalte bitte für uns den Zugangsaufzug in einem der Stütztürme des Palastes ein. Was? Der aus dem alten Energienetz der B-Zone? Der tut schon ewig nicht mehr. Na, verstehe schon. Ist dir zu schwierig. Der Energiekram ist ja nicht ganz ohne. Schwierig? Ich könnte die Leitungen der B-Zone in das Nebennetz umlegen, die Echokreise überbrücken und die Induktorrohre in Serie schalten. Dann zurück durch die Isolatorhelix in der Außenwand und über die Resonanzflussleitung zur Kondensatorkette Nummer 5. Wenn der Stromkreis im GX75B die Spannung aushält, könnte ich die Phasenspiralleitung an die Primärleitungen anschließen. Und voilà, habt ihr euren Saft. Vin, du bist genial. Eigentlich war Ma das Genie. Das meiste davon hat er schon vor langer Zeit installiert. Das Schutzwandsystem, das Echo-Netz. Egal. Um diesen Aufzug in Bewegung zu setzen, müsst ihr all die alten Energiekisten der B-Zone in der Stadt finden und aktivieren. Es gibt 5 davon. Klingt nicht allzu schwierig. Nee. Die Energiekisten sind ja auch nur von Turbokanonen mit Bewegungssensoren gesichert. Wenn ihr die Kanonen zerstören und die Kisten aktivieren könnt, kann ich den Rest erledigen. Aber sagt dem Baron ja nicht, dass ich euch gesehen habe. Regelt das Gebiet ab. Eine sehr geile Sache. Ich glaube, wir mussten hier jetzt sogar als nächstes hin, um in den Palast reinzukommen. Ich habe es nur ungewollt direkt getan. Gut, jetzt müssen wir in der Stadt 5 Kisten ausschalten. Also sind das hier die Dinger, die wir ausschalten müssen? Mache ich es euch lieber schwer. Ach, leckt mich doch. Ich dachte, ich kann mich da verstecken vor den Vollidioten, aber geht wohl leider nicht. Oh, jetzt kann ich die alle auf einmal erledigen.
Wenn die jetzt nicht respawnen, aber die respawnen leider. Hätte ich es geschafft. Hallo? Was war das denn? War eben der Schwebeantrieb ausgefallen oder was? Ich hab den noch zerstört. Was willst du denn noch? Ach, ich muss den Knopf dann drücken, okay. Habe ich das vorher auch automatisch dann gleich gemacht, aus Versehen, oder wie? Super. Das Ding wird gleich hochgehen. Deswegen springe ich mal kurz raus. Schnapp mir das nächste. So. Jetzt doch die beiden da vorne. So, einmal den hier. Und noch da vorne den letzten. Wäre cool, wenn wir jetzt die Polizei sogar noch abhängen könnten. Schaffen wir aber leider nicht. Also schnell hier hin, aussteigen. Einmal in die Richtung ballern. Okay, wir haben wieder die Möglichkeit, Missionen anzunehmen. Mehr Power. Das war diesmal nur eine Bronze-Trophäe. Jetzt können wir in den Palast, wir können aber auch zur Wahrsagerin. Und ich glaube, das machen wir jetzt zuerst. Wir können aber auch wieder zur Cocktailbar, je nachdem, was näher dran ist. Den gucke ich mal kurz auf die Karte. Und die Karte sagt, die Wahrsagerin ist dort. Die Wahrsagerin ist näher. Also zur Wahrsagerin. Und jetzt habe ich mich verfahren, aber ich bin die Polizei auch losgeworden. Es ist praktisch, dass wir die Polizei auch abgehängt haben. Erreiche nächsten Sektor. Upsala. Okay, muss ich hier hoch? Ich glaube, hier hoch ist falsch, oder? Mann, ey. Dies ist eine Schwebeverbotszone. Ich kann da gar nicht lang, okay? Dann halt doch hier lang. Warum ist denn hier oben überhaupt ein Fußgänger drauf? Das ist doch extra so eine Schwebestrecke hier, oder nicht? Jetzt bin ich schon wieder... Ach. Steige ich halt ab. Noch nichts entdeckt. Ach, das ist ein Glasboden, okay. Dann geht's doch.
muss wohl hier unten lang und das ist wohl Fußgängerzone. Da kann man wohl nicht mit dem Schwebeding hin. Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor. Vor allem patrouillieren hier wieder viele Leute. Aber das kann mir erstmal egal sein. Ich bin da. Achso, ich habe die Waffe draußen, deswegen rennen die alle weg. Ich habe mich schon gewundert. Guten Tag, ich wurde zu Ihnen geschickt. Das ist eine cool. Sie? Guck dir all das tote Zeug an. Au! Fass die Sachen nochmal an, du Ratte und ich. Boah, hack dir deine Finger ab. Ich bin Packer. Ja, ja, ich weiß. Meine Mutter war sehr rachsüchtig. Ich bin Onins Sprecher. Onin heißt euch willkommen, bla 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 bla. Der übliche langweilige Begrüßungskram. Sie sagt, es ist schön, dich wiederzusehen, Jack. Aber ich habe sie vorher noch nie gesehen. Vorher, nachher, ist doch alles das Gleiche. Oh, oh, kann ich mal? Sie will ein Jackauknochen. Eine Jackaublase. Nein, nein, jetzt hab ich's. Seit vielen Monaten wartet sie auf ein Fruchteis? Ein Juweliergeschäft. Oh, oh, ich weiß. Haarknoten. Haare auf den Zähnen. Eine behaarte Brust. Fast. Aber falsch. Onin sagt, ihr sucht Antworten. Oh, zum Grabmal von Mars. Sag schon, was müssen wir wissen? Sie redet und redet von mystischen Energiekanälen, bösen Flüchen, idiotisches Zeug. Vergesst all das, ich fasse das mal schnell zusammen. Ihr stört nämlich gerade meinen Mittagsschlaf. Onin möchte, dass ihr 3 Artefakte aus dem Bergtempel der Precursor holt. Nicht 2, nicht 4, 3. Benutzt das Warptor auf der Nordwestseite der Stadt und bringt uns die 3 Gegenstände. Okay, die 3 Gegenstände holen. Wenn man sich ein bisschen auf das Spiel eingelassen hat, dann macht es auch einigermaßen Spaß. Also die ganzen Bäckereien aus der ersten Aufnahmesession sind jetzt hauptsächlich vergessen. Wenn jetzt diese ganzen blöden Laufwege hier nicht wären, dann macht das Spiel echt Spaß. Aber diese Laufwege sind leider da. Und deswegen macht das Spiel auch nur eingeschränkt Spaß. Also immer wenn man wo angekommen ist, dann macht Spaß und immer wenn man dann wieder weiß, boah, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg hier laufen oder fliegen, dann macht es wieder keinen Spaß. So. Dann gehen wir erstmal zum Grabmal, da waren wir ja noch nicht, genauso wenig wie wir in dem Palast schon waren. Uns dann dort mal 3 Artefakte. Sei denn diese komische... Ich schau mal kurz. Ist die Bar denn jetzt näher? Die Bar ist gleich da vorne. Das Grabmal ist da... Das ist ja beides mehr oder weniger um die Ecke. Dann fahre ich erstmal kurz zum Grabmal. Weil von der Bar werden wir garantiert eh gleich wieder woanders hingeschickt. Da möchte ich jetzt erstmal wieder ein Level machen, bevor ich dann gleich wieder woanders hin muss. Och nö. Warum muss ich den jetzt rammen? So. Dann hier kurz durch den etwas naturbelasseneren Teil der Stadt. Da oben rum geht's aber zum Palast. Ich will nicht zum Palast, deswegen muss ich hier lang. Ah, hier sind Fader oder was? Stimmt, die Bewohner dürfen ja nicht aus der Stadt raus. Das heißt, irgendwo müssen die ja... Oh. Irgendwo müssen die ja auch Nahrung und so weiter herbekommen. Dann macht es natürlich nur Sinn, dass die... Felder und so weiter auch in der Stadt angebaut werden, aber die sind etwas sehr, sehr klein dafür, dass man damit die ganze Stadt ernähren möchte. Und hier ist das Warportal. Dafür, dass die Leute nicht aus der Stadt raus können, sind wir sehr häufig aus der Stadt raus. Das ist eigentlich meist noch ohne Probleme. Die Tore gehen einfach immer nur so auf. Okay, sieht interessant aus hier. Und ich glaube, die Dinger müssen sich erst umdrehen, richtig?
Das erinnert alles schon sehr an Jack 1. Also Jack und Dexter. Von der Optik her. Diese ganzen alten Precursor-Artefakte. Das ist auch mit Abstand das hübscheste Level bislang von allen. Alles andere ist immer so grau gewesen. Dann war der vorher mal mit einem Schuss tot und jetzt nicht. War, glaube ich, eine andere Art. Okay, sie kommt runter. So, welcher Weg ist richtig? Wir haben wieder zwei Abkreuzungen oder Abzweigungen. Sind alle richtig, weil wir drei Sachen holen müssen. Ich erinnere mich. Ich gehe erstmal den Weg hier lang. Weil der hübscher aussah. Drin. Munition, Munition. Munition, dunkles Echo. Ah, Leben. Guten Tag, Riesenbestie. Ich glaube, ich weiß, wie man die Schaden macht. Wenn du dich so aufrichtest, oder? Oder auch nicht?